Hallo und willkommen im Rebexpert Trainingscenter. In unserer Gewährleistungsabteilung haben wir es häufig mit Zahnriemenschäden zu tun. Eine mögliche Ursache schauen wir uns mal nach dem Intro an. An diesem 1.9er TDI ist der Zahnriemen fällig. Er ist jetzt 90.000 Kilometer gelaufen und es sieht alles ganz gut aus. Solltet ihr die Zahnriemenabdeckung abbauen und der Zahnriemen ist zeitlich angelaufen bzw. hat nicht mehr die volle Breite, dann stimmt irgendwas nicht. Um uns das genauer anzuschauen, baue ich jetzt mal die Spannrolle und den Zahnriemen aus. Ich habe jetzt einige Teile des Zahnriemen-Kits eingebaut. Jetzt kommen wir zum Stehbolzen. Dieser ist in der Packung enthalten und sollte natürlich auch mitgetauscht werden. Wenn es wie in diesem Fall keine Probleme beim Zahnriemen gab, kann man den Stehbolzen einfach austauschen. Wenn der Zahnriemen zeitlich angelaufen ist, sollte man zwei Dinge überprüfen. Der Stehbolzen sollte im rechten Winkel zum Zylinderkopf stehen und er sollte so tief eingeschraubt sein, dass kein Gewindegang mehr sichtbar ist. Wenn der Stehbolzen nicht bis zum Anschlag eingedreht wird bzw. nicht rechtwinklig im Zylinderkopf steht, liegt die Fläche des Exzenters nicht plan auf dem Zylinderkopf auf. Dadurch hat der Stehbolzen eine erhöhte Belastung und kann sich verbiegen. Es entsteht ein Fluchtungsfehler. Im schlimmsten Fall kann der Stehbolzen abbrechen. Jetzt tausche ich noch den Stehbolzen aus. Den habe ich natürlich vorher mit dem Stehbolzenausdreher gelöst und drehe ihn jetzt von Hand aus. Gerade bei einem Zahnriemenschaden oder wenn der Zahnriemen schräg angelaufen ist, solltet ihr euch diese Sacklochbohrungen mal genau ansehen. Ist vielleicht noch ein Rest von einem alten Stehbolzen darin oder wurde das Gewinde schräg eingeschnitten? Hier solltet ihr mal genau prüfen, was hier Sache ist. Jetzt drehe ich mal den neuen Stehbolzen ein. Jetzt kommt ein Anschlag und es ist kein Gewindegang mehr zu sehen. Das ist der Beweis, dass der Stehbolzen richtig eingedreht ist. Zur Sicherheit prüfen wir nochmal die Winkligkeit. Hier ist auch alles in Ordnung. So, jetzt kann ich die Spannrolle einbauen und dann geht's weiter. So, der ist eingebaut. Der hält bestimmt wieder die nächsten 90.000 Kilometer. Das war's aus dem Rebexpert Trainingscenter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.